Einen veritablen Shitstorm gegen den Radiosender Ö3 löste vergangene Woche ein Okto-Video mit der Moderatorin Elke Lichtenegger aus, in dem sie sich abwertend über die Band Imagine Dragons äußerte. Der bereits im November veröffentlichte Clip sorgte im Netz für einen Dammbruch der Frustration über die in Europa einzigartig niedrige Quote von heimischer Musik im öffentlich-rechtlichen Radio. Ö3-Chef Georg Spatt versuchte die Gemüter mit einer Entschuldigung mit den Worten: Eine augenscheinliche Gedanken- und Respektlosigkeit, die nicht der Einstellung von Ö3 und seiner Redaktion entspricht, zu beschwichtigen. Er konnte den entfachten Wutbrand jedoch ohne konkretes Zugeständnis an die Musikszene nicht löschen. Lichtenegger, die den Shitstorm mit einer mittelalterlichen Hexenverbrennung verglich, wurde zwischenzeitlich mit einem Nervenzusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert.